Hallo und willkommen zu meinem neuen Nebenprojekt. Diesmal habe ich mir ein ganz feines Spiel rausgesucht, nämlich. Komm schon. Dramatische Stille. Zwei Schatten, was könnte das sein? Oh mein Gott, es sind Chip und Chap, die Ritter des Rechts, Teil 2. Ja, für NES von Capcom, 1993. Ein totaler Spätzünder fürs NES. Und los geht's, ein Spieler und die Spiele. Chip. Warum? Weil er einen Hut trägt. Nun, wie komme ich darauf, Chip und Chap zu spielen? Nun, mein bester Kollege, der gute Lloyd, war heute bei mir. Yo, Alcazone bricht aus dem Gefängnis aus. Und wir haben noch etwas geguckt, was wir mal zusammenspielen könnten. Also gleichzeitig zusammenspielen könnten im Team. Und da sind wir zufällig auf Chip und Chap gestoßen. Und wir haben das dann eine Weile zusammen gespielt. Und wir mussten uns irgendwie die ganze Zeit so einen ablachen. Und so kam ich auf die Idee, Chip und Chap zu spielen. Und wir wollten es so machen. Ich spiele jetzt alleine Teil 2 fürs NES. Und danach wollten wir uns mal zusammenschließen, wollten dann zusammen Teil 1 spielen, also ein Let's Play Together. Und hier haben wir belanglose Story haben wir hier. Eine Bombe in einem Imbiss-Restaurant. Yay, Samson, wir schauen uns das mal an. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder einfach Bomben versteckt? Krass, kann er schnell seinen Mund bewegen. Und da ist Sumi. Bzz. Oder Zipper, wie er auf Englisch heißt. Jo, Chap, was geht? Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was ist mit dir wieder los, Chap? Jetzt? Wie schlafen? Nix schlafen, ey. Wir haben zu tun. Rettungsgruppe, auf wie? Oh mein Gott, Alcazone ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wir müssen unbedingt etwas dagegen tun. Und hier sind wir im ersten Level. Ich spiele Chip. Wir können Kisten aufheben, gegen Gegner werfen und uns in den Kisten verstecken. Ja, ne? Solid Snake. Wer hat das zuerst mit den Kisten gemacht, ne? Und wir müssen Gegner nicht mal mit den Kisten abwerfen. Es reicht, wenn sie in uns hineinlaufen. Wenn mal einer nicht hineinlaufen würde. Na komm. Komm her, Bienen. Ja. Was für Jammerlappen, ey. Bäm, hab ich dich weggebasht. Also, Chip und Chap finde ich richtig geil. Also, die TV-Serie von damals. Finde ich ja echt schade, dass es nicht mehr so gute Sachen von Disney gibt. Ja. Jo, ersten Abschnitt haben wir schon geschafft. Also damals habe ich nichts lieber im Fernsehen geguckt als die ganzen. Aua. Damals habe ich nichts lieber im Fernsehen geguckt als die ganzen Disney-Serien, die auf Super RTL liefen. Also Chip und Chap, Darkwing Duck, DuckTales, Captain Baloo, alles richtig geile Serien. Und du kommst mal her, ich trage dich jetzt ein bisschen spazieren. Und ja, heute. Au! Heute hat Disney ja leider nicht mehr so coole Serien. Wenn ich jetzt auf Super RTL rumseppe, dann. Ich da nur Schrott. Und die Kinder, die sich das heute angucken, heutzutage, die tun mir echt leid. Weil die haben überhaupt keine Ahnung mehr, was wirklich gute Zeichentrickserien sind. Damals gab es für mich nichts Besseres als die ganzen Disney-Serien. Und ja, da gab es auch noch Gummibären, aber Gummibärchen war jetzt nicht so mein Favorit. War auch, glaube ich, die älteste der Disney-Serien. Also die auf Super RTL liefen. Und ich habe Chip und Chap damals nicht gespielt auf dem NES. Weder den ersten noch den zweiten Teil. Ich hatte zwar DuckTales 1 und DuckTales 2. Darkwing Duck hatte ich auch, aber ey, was Spaß mit Besteck nach mir. Also ich hatte nicht Chip und Chap für NES. Und ich glaube, da habe ich echt einiges verpasst, weil das scheint echt ein supi-dupi Hammer-Spiel zu sein. Vor allem im Zwei-Spieler-Modus. Also das ist für sehr viele Lacher gut. Gell, Chippy? Yay! Und ab nach unten. Hey Samson, hast du Käse für mich? Ach, nur ein paar. Na. Wer bist du?
Okay, verrat's uns. Wer hat die Bombe gezündet? Das war ich. Bro, epische Musik. Ja, du hast den Auftrag von Alcazone. Niemals! Alcazone ist im Gefängnis! Nicht mehr, er ist letzte Nacht ausgebrochen. Er will die Urne des Pharao stehlen, warum auch immer. Ihr seid zu spät. Wo ist die Bombe? Findet ihr doch selbst. Ach ja, dann müssen wir sie eben aus dir rausquetschen. Okay. Den Kampf haben mein Kumpel und ich schon gemacht, deshalb weiß ich jetzt, wie das geht, ja. Ich weiß, wie das geht. Deshalb lasse ich mich mal eben von ihm treffen. Ich bin auch eine Pfeife, ey. Falle ich da einfach runter, ey. Und ich muss höllisch aufpassen, weil ich habe nur 3 Continues. Und wenn ich all diese Continues weg habe, dann Game Over. Kann ich wieder ganz von vorne anfangen. Deshalb muss ich gut aufpassen. Ja, gut aufpassen. Bäh. Ey, die Kiste muss einfach nur in den Reihen fließen, ey. Und der nimmt Schaden dadurch. Was für ein Lama-Boss, ey. Komm her. Yay. Aber ich dachte schon, die Kiste fällt mir jetzt wieder auf den Kopf, ey. Wie viele Schläge braucht er denn noch, ey? Na, nein, nein, nein. Oh, es war knapp. Und jetzt. Yay. Chip, du bist der Beste. Krieg ich ein Leben? Ein Leben vielleicht? Kein Leben. Aber wir kriegen am Ende immer diese Bonusspiele und da oben fliegen 2 Leben, die will ich haben. Yay. Erwischt. Juhu. Und wo ist die Bombe? A Gadget. Achso, das ist Trixie. Hast du die Bombe gefunden? Hier ist die Bombe. Sie hat ein blaues und ein rotes Kabel. Wir müssen eines der Kabel zerschneiden, um sie zu entschärfen. Und was passiert, wenn wir das falsche Kabel durchschneiden? Dann sind wir verdammt. Oh, welches soll ich schneiden? Oh, verdammt. Ich wusste gar nicht, dass so eine Szene kommt. Die haben wir letztes Mal übersprungen, mein Kumpel und ich. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Schneiden wir blau durch. Bist du sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Okay. Ich tue es. Puh. Das war der Richtige, ja. Puff. Das war alles. Das muss eine falsche Bombe gewesen sein. Los, wir müssen uns beeilen. Alcazone will die Urne des Pharao stehlen. Was auch immer er mit einer alten, gammeligen Urne will. Yep, wir müssen sie zurückholen. Du hast recht, Chip. Und ab in den Gulli. Ich liebe es, im Gulli rumzulaufen. Und da. Ah, weg da. So, und eine Frage noch an euch, meine Zuschauer. Wie gesagt, mein Kumpel Leute und ich, wir wollen den ersten Teil dann zusammen let's playen, aber zusammen sind wir nicht unbedingt so gut in dem Spiel. Also, er ist jetzt nicht so talentiert, was die alten Nintendo 8-Bit-Spiele angeht. Und da wollten wir euch fragen, ob ihr ein Problem damit hättet, wenn wir einen Cheat für unendlich Continues benutzen. Weil man hat im Spiel nur 2 Continues und dann, wenn wir alle Continues weg haben, heißt das halt Game Over und wir müssen ganz von vorne anfangen. Und das, au. Das wäre halt doof, wenn wir dann jedes Mal ganz von vorne anfangen müssen. Und das wäre auch für euch langweilig, deshalb möchte ich von euch wissen, ob das okay ist, wenn wir einen unendlich Continued Cheat eingeben würden. Ich weiß, ich habe gesagt, ich cheate nicht, aber ich finde, hier könnte man mal eine Ausnahme machen. Was willst du von mir? Und weiter geht's. Komm her, du. Nein! Boah, mach mir doch nicht so eine Angst. Hier irgendwas? Ah, irgend... Hä? Achso, ich habe wieder ein Herzchen bekommen. Hä? Ah, eine Schlange! Ach, komm her, du! Und das auch noch und... Und weg mit dir! Noch so einen Batman! Komm her! Yeah, yeah, ich bin der Meister der Kisten. Oha, Boss! Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, also würde ich sagen, den Boss mache ich dann im nächsten Video platt und wir sehen uns dann wieder. Bis denne!